Oh, da oben ist noch ein Kopfweb, das man einfach nicht sieht. Ah, ich hab hier. Wir brauchen Bone Meal. Dann können wir hier Farmland bekommen. Korrekt. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft 6-Tag von Varuna MC auf seinem Server. Hallo Leute. Hallo. Hi. Der versteckte Baby. Was war denn das für eine Ansprache, Baby? Mephisto. Baby, ja, ich baby dir gleich was. Moment. Ja. Bam. Herzlich willkommen zum dritten Teil von Minecraft City 2. Und ihr habt noch ein klein wenig ohne mich weitergebaut und die Hütte vollständig gemacht. Ja, damit nachdem Varuna gestern Abend noch versucht hat, sie zu sprengen. Zwei, dreimal. Ach komm. Kaum war die Aufnahme um, hast du den ersten Creeper neben dem Haus losgelassen, dann den Creeper im Haus, dann war alles wieder weg. Nur ein bisschen die Lage optimiert. Jetzt haben wir ja schon jede Menge Büsche hier, an denen immer regelmäßig Beeren wachsen, sodass wir nicht ganz verhungern. Maybe wir machen da hinten auch wieder Creeper Ringle Beats. Waren eindeutig zu viele Creeper hier. Aua, warum komme ich da nicht ins Eck? Bäm! Und man hat's gesehen. Und wir könnten mal gucken, dass wir mit dem Tech Tree weitermachen. Mevi hat schon so einen lustigen Charcoal Block gebaut. Warum hast du jetzt das Feuer ausgemacht? Was sieht denn doch nicht? Ich wollte einen herstellen. Dann mach. Weil das bei mir noch nicht aktualisiert wurde. Was eindeutig ein Fehler ist, es sollte, da wir im Team sind, auch synchronisiert werden mit allen. Sollte, tut's aber nicht. So. Jetzt mache ich mir extra diese dummen Feuerstöcke, damit du es wieder anmachst. So, ihr habt noch gesehen, dass wir diesen Kiln gebaut haben und den sollte man, wenn ich ihn gerade weggelegt hätte. Also ich habe den Ofen nicht mal. So, ich hoffe, das funktioniert mit jedem Holz. Dann habe ich mir noch zeigen lassen, wenn man sich vor der Truhe duckt, dann sieht man auch, was da drin ist. Sehr gut. Nee, wie viel da drin ist. Ja, aber auch, ja, das meine ich damit. Das hilft schon sehr viel. Weil vorher habe ich immer was reingesetzt, es kam wieder rausgeploppt. So, jetzt haben wir diesen Forever Fire, das Achievement. Warum auch immer ich es nicht von euch bekommen habe. Jetzt haben wir diesen Low Grade Charcoal Block, der auch schon da unten steht. Und der brennt dann ewig. Jo. Gut. Das nur mal zum Zeigen, auch damit ich das Achievement habe. Und ist die Frage, in welche Richtung wir denn jetzt weiter forschen. Gut, where's my biome? Wir brauchen Darkland-Biom, um vorzukommen. Ja, das können wir uns, glaube ich, noch einen Ticken aufsparen. Gucken wir erstmal, dass wir die anderen Sachen bekommen, die nützlicher sind. Dann brauchen wir... Ein Wooden Hopper gibt's jetzt. Hui. Sehr schön. Gucken wir doch mal, ob wir den bauen können. Schauen wir doch mal nach. Oh, meine Stimme ist total belegt gerade. Bei mir sind die blau. Heißt blau, dass ich die erforscht habe oder nicht? Blau ist erforscht, ja. Ja, also dann hat's bei mir synchronisiert. Ja, du warst ja gestern auch da, als wir es gemacht haben. Das hat mit Synchronisation nichts zu tun. Stimmt. Ja, ja, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe es jetzt erst bekommen. Ja, Fisto war nicht anwesend, als wir sie gemacht haben. Und hätte sie jetzt eigentlich nachträglich bekommen sollen. Also Varuna, bei mir funktioniert das mit dem Hauen hier oben auf den Block überhaupt nicht. Warum? Du musst doch einfach links klicken auf den Block. Ja, das geht so, aber nicht. Lass mich mal probieren. Lass mal jemanden kompetenten ran hier. Im Boden ging das super, hier geht's nicht. Bitte. Also du musst okay, unten auf den Block hauen, auf den unteren. Auf den unteren Block? Ich habe also immer versucht, auf den Block selber zu hauen. Nee. Aber du musst auch nicht warten, bis die Leiste wieder voll ist. Du haust einfach ganz oft und fertig. Ja. Oh, ich habe immer gewartet, bis die Kraft wieder aufgeladen hat. Ne, das ist ja nur dein... Kampfschaden. Daher, genau. Ja gut, aber in echt würde ich halt auch mit mehr Power auf so einen Holzblock hauen als ein paar Mal ganz kurz.
Und da ihr gesagt habt, es versucht realistisch zu sein, jetzt hat Verona nichts mehr. Genau. Doch 51 Holz. So, und die setze ich jetzt hier angeordnet hin und mache einen Stein hinein, den ich weggelegt habe und nicht mehr finde. Wir haben keine mehr. Doch, da. Da hinten ist noch eine. Ganz hinten in der Kiste hier. Ich habe hier noch 9 Stück. Fehlt nur noch der Draufklopfstein. Crafting Rock. Uff. Da kommst du auch zu mir. Und jetzt ein Wooden Hopper. Ach super. Nein. Geht trotzdem. Ich dachte schon, es geht nicht, weil ich wieder mal nichts kenne. Blöd hier, wenn man nichts kennt. Holz? Was bitte ist denn Holz? Noch nie gehört. Drüben steht der Villager rum, kann das sein? Der wer? Der Villager. Und dann ist das ein Zombie-Villager. Nee, da steht so... Ah doch, der hat so eine fette Nase. Und deswegen ist er ein Zombie, weil er eine dicke Nase hat. Ja. Urteil ich habe auf der anderen Seite einen Villager gefunden. Nee, das ist doch ein normaler. Hallo. Der gewandert. So, wir haben den Have It Your Way, Hopper. Was sinnvoll wäre, wenn wir uns jetzt auf das Leder konzentrieren. Ledererschaffung, Machung. Geben Kühe kein Leder? Doch. Ja, Leder. Fell geben sie. Leder müssen wir daraus noch machen. Ach so. Deswegen. Also ihr wollt jetzt Kühe schlachten? Nein. Wir gucken einfach in den Picktree, was wir machen müssen und hangeln uns dann da lang. Das ist alles, was ich sage. Ich bin Hopper und weiß nicht, was ich sagen soll. Wer damit machen soll. Oh, der wurde aber violett. Schön, dass er violett wurde, nachdem ich ihn hatte. Ja, violett ist dann, wie gesagt, der Teil des Tech-Trees, den wir gehen müssen, um zum nächsten Age zu kommen. Ah, jetzt brauchen wir, ich vergesse nur, wie der Quatsch heißt. Rinde. Rinde von Bäumen. Damit ich den Hopper upgraden kann. Ich muss gerade mal gucken, ob ich Village drauf finde. Ich guck mich auch hier schon um. Workblade. Bis jetzt noch nichts und da es wieder dunkel wird, komme ich wieder zurück. Ja. Da brauche ich aber viele Flake Flints für die Rezepte nicht mehr. Das ist ja furchtbar. Das ist aber groß. Was ist groß? Das ist so krass, das größer ist wie man selbst. Denken Sie mal gerne die Creeper dran. Pokémon lässt grüßen. Ich habe nochmal so ein Haus gefunden. Ein Wolf. Ein Steppewolf. Nein, ich habe ein Dorf gefunden. Was? Echt? Ein richtiges? Ja. Zumindest stehen da 3-4 Häuser rum. Oh, cool. Ich habe nur ein einziges Haus gefunden. Oh, das war kein Dorf. Nee, ich hab ein Dorf. Das ist wirklich größer. Jo. Ging aber schnell. Sehr schön. Wo bist du hingegangen? Richtung Norden. Von unserem Haus im Verhältnis zum Spawn aus? Rüber zum Spawn und dann links. Okay. Oh, man macht echt die Rinde von dem Stamm ab und hat dann einen gestrippten, ja. Sagen, einen nackigen Stamm. Und ein Seil. In früheren Versionen des Spiels musste man den Holzblock hinstellen und dann mit der Workblade rangehen, um da dann die Chup die Rinde abzuschaben. Okay. Ich glaub, ich bin hier. Das ist sogar relativ groß, das Dorf. Das Haus ist so dunkel, ich hab Angst. Muss ich wieder nach dem Hopper Mark 2 gucken. Hauen. Ah, das war einfach ein Hopper mit ein wenig Rinde. Interessant, dass der dann besser wird. Aber irgendwie sind die Dörfer ja nicht mehr so wie früher. Hier ist gar nichts angepflanzt. Das wäre auch zu einfach. Sag mal, wieso geht das mit der Rinde nicht? Hopper Mark 2. Da muss ich jetzt eine spezielle Rinde verwenden. Auch nicht wirklich was Interessantes.
Oak, Spruce, Birch. Oh, da oben ist noch ein Cobweb, das man einfach nicht sieht. Ah, ich hab hier. Wir brauchen Bone Meal. Dann können wir hier Farmland bekommen. Korrekt. Auch, haben wir schon ganz viele Strings oder nicht? Strings haben wir ein paar, ja. Ah, da sind noch welche, Gott sei Dank, ich dachte schon. So, runternehmen. Strings hinlegen, Stöckchen dazu. Tja, also ich finde das Crafting ist einfach unglaublich umständlich. Du kannst auch den Tisch upgraden, kriegst dran, ne? Mit Phaeton und Insects kriegt man ein Empty Antique Atlas. Genau. Bring uns mal drei mit. Da kommt ein Zombie zu den Villagern. Tisch upgraden werde ich auch mal durch. Schützt die Villager! Ja, ich hau ihn. Boah, der hat sogar eine Eisenrüstung, glaube ich. Töte die Villager! Der hält aber lange durch. So, jetzt haben wir den nächsten Hopper. Super Size It! Hier ist so ein roter Punkt, der hier rumfällt. Moment, ganz kurz. Das sind so rote Punkte, was heißt denn das? Sind das meine Pokebälle? Ich weiß nicht, was du mit roten Punkten meinst. Ich hab den Zombie getötet und schwirren hier drei so rote Punkte rum. Warum die halt hinterlassen, was genau das ist, kann ich dir auch nicht sagen. Das hab ich auch noch nicht herausgefunden. Ich bin ein Jagd-Shadow, haha. So, ich bin wieder da, das blöde Telefon immer. Ein Flame. Die Flammen geküsste Göttin ist auch ein Hopper. So, was mache ich jetzt? Kisten habe ich hier keine gefunden. Also, ich kenne jetzt, dass man Unknown Items hat, aber da oben ist einer mit irgendwelcher Alienschrift. Sehr interessant. Den Gegenstand. Okay, den können wir so schnell nicht bauen. Alien-Schrift kann ich nicht entziffern. Ja, ich sehe dich. Was ist denn? Da ist noch so einer. Der ist gut. Also du hast gesagt, wir können die Workbench upgraden, nur wie? Ey, bau dir eine bessere. Ich könnte hier aber nichts zum besseren bauen. Dann ist die eventuell noch nicht freigeschaltet, oder? Doch, da ist doch die zweite, Mark 2. Workstump Mark 2. Haben wir verschiedene Tech Trees hier, oder? Da steht ja einfach nicht im Tech Tree drin. Der steht nicht im Tech Tree, der steht im JEI drin, du Witzbold. Okay. Sorry. So, ich wollte mal hier beim Villager-Dorf ein bisschen nach vorne gehen. Aber ich bin noch ganz viel Holz nicht. Da hinten sind jetzt 5 so Bollen. Vielleicht passiert es, wenn die Villager töten. Aber ich dachte, ich habe den doch beschützt. Was passiert denn, wenn ich den häuteten Baumstamm hacke? Oh, Naturgolem. Oh, der schmeißt Zeug. Ich glaube, ich sterbe. Komm, geh weg, Villager. Der gibt dann viel weniger Holz, auch Schweinerei.
Ja, den das Problem hatte ich auch. Du musst der Persist nerven, wie ist ihr? Bin den gewöhnt durch die Surgeon Sash, also insofern. Finde ihn gut. Warum sind jetzt alle bei uns? Ups! Daneben! Willst du ihn nur vertreiben, gibst du? Ja, natürlich. Aber die Spinne, die durch die Gegend gehopst ist, hat perfekt gepasst, um mal so zu tun, als ob es mir leid täte. Ich hab das Zombie-Ding getötet. Ich denke, den kann man später ausschalten. Ich sammle ein bisschen Cobblestone. Du hast keine Ahnung vom Tech-Tree, also erzähle mir sowas nicht. Ich vermute das einfach mal. Fertig. Deine habe ich, den habe ich, passt. Ich hoffe, ich darf damit jetzt ein Wandregal craften. Ein Regal und nicht irgendwas anderes. Übrigens keine Ahnung, wie lang die Folge gerade geworden ist oder wie lange wir weit sind. Wie bitte? 16,5. Ja, das passt ja noch. Nein, nicht mich anzünden, verdammt. Regal. Wenn du das Haus nicht anzündest. Nö, ich habe mich unten reingebaut. Ich bin gerade Untermieter. Ich glaube, du bist gerade, dass auch an manche Rezepte nicht mehr in Jai anklicken kann. Oh. Holz, haben wir noch Holz? Nein, sieht nicht so aus. Schlecht. Bisschen Holz habe ich noch. Ja, vor die Tür hier. Oh, also ich bleib auch dauernd irgendwo hängen. Diese Büschen, die sind echt grauenhaft. Ich hab lieber ein großes L, ja. Große L sind besser zu sehen. Ich mag diese Wandregale jetzt schon mehr als die Truhen. Die sind A, übersichtlicher, wo was hinkommt, und B, es geht mehr rein. Creeper im Gebüsch. Verschämt. Bumm. Nö, da steht da einfach. Genau. Hopping, was auch sehr nett ist, was wir gestern noch besprochen haben, nach der Aufnahme, dass man nur das bauen kann, was man bereits in Tech-Tree freigeschaltet hat. Das heißt, wir sehen gar keine Rezepte von Sachen, die absolut unmöglich sind oder noch in allzu keiner Zukunft. Ja. Kann zwar natürlich sein, dass immer noch was fehlt, aber die wichtigsten Sachen sollten wir sehen. Oh, die Tiere haben inzwischen Herdenverhalten. Wahrscheinlich kriege ich Bone Meal auch nicht so einfach, ne? Werde ich gleich mal ausprobieren. Ey, du Kuh, bleib stehen. Ich glaube, mein Stein ist kaputt gegangen. Crafting Rock ist kaputt. Nein, wir haben keinen mehr. Müssen wir einen neuen Crafting Rock craften. Bei den Pflanzen muss man auch aufpassen, zum Beispiel diese hier. Die macht Schaden. Das ist, verstehe, so aber nicht, glaube ich, dass wenig Fly Trap kann den Workstump. So eine Fliegen. Ah, die braucht genau zwei Holzsorten, Eukalyptus oder Dark Oak. Hm. Haben wir wahrscheinlich beides noch nicht. Ich
Musst du finden. Wachs gegen drum. Irgendwann futtert mir die ganzen Beeren weg. Ja. Sträucher tragen neue. Bone Meal kann ich nicht herstellen. Nicht einfach so machen. Nein. Brauche ich bestimmt den Grindstone. Ja, da braucht man Grindstone für. Und auch nicht aus Knochen, sondern aus Knochenblöcken. Was? Ja. Wir sind am Anfang an welchen vorbeigelaufen, aber. Zumindest mit dem Texture-Pack weiß ich nicht, was nee. Was ist. Olivenholz, okay. Will jetzt, dass ich eine Ferndiagnose mache? Grindstone, wir brauchen nur Gleamstone, 6 Gleamstone und einen Stick. Ja. Aber ich habe keinen Gleamstone mehr. Rosane ist Sakura, oder? Ja. Klopp einfach ein paar Bäume. Es kann sein, dass das da hinten... ist das Sakura oder Eukalyptus? Ich glaube Eukalyptus. Das ist Sakura. Mit Möhrchen. Möhrchen? Hm. Hat du Möhrchen? Aber Kürbis habe ich jetzt. Hey. Olive. Ich soll gleich mal gucken, wie diese Holz überhaupt aussehen. Ich habe Eukalyptus. Ja, sehr schön. Gerne dann ein wenig. Doch ein Setzling mitbringen. Okay, hier. Sag zu mir. Ah. Okay, jetzt hier ist schon wieder Sakura und der sieht anders aus als eben der Sakura. Es gibt Sakura von Better Add-ons und von Natura. Ich hab Gerötsche. Komm lieber wieder heim, sonst habe ich mich verirrt. Geht so ohne Kompass und irgendeine Richtung sehr leicht. Ja, ich laufe auch mal wieder zurück. Ich glaube, ich laufe schon in die falsche Richtung. Mir kommt hier nichts bekannt vor. Ah, war trotzdem richtig. Schade. So, Mavia, wo ist der Eukalyptus? Aua. Ich habe nicht mal mehr eine Axt dabei, das war dumm. Also ich habe kein Dingsverstein. Wie heißt der Age? Ach. Dieser Stein, den man braucht. Wofür? Ja, für den Crafting. Crafting Stone. Ah. Ja, wir? Ja. Ja, wo bist du denn? Hey, vom Spawn aus links. Toll. In meine Richtung. So, dann machen wir uns mal kurz. Die Axt. Keiner zu sehen. Ich bin alleine auf dem ganzen Server. Der Player-Tab sagt zwar etwas anderes, aber egal. Kaffeebeans. Was kann ich noch wegschmeißen? Ist da? Ihr seid auf der anderen Wasserseite, oder? Ja. Auf der anderen Seite vom Fluss. Ich komme mal hier hinüber. Eine Eukalyptus. Alter, ist das Hühnchen schnell. Die lassen die auch fallen, ne? Also du musst die nicht unbedingt töten. Die Hühnchen. Ja, ja. Die hinterlassen die auch in der Gegend, die lassen die irgendwo fallen. Ich habe den Spawn gefunden, aber ich sehe keinen von euch. Ironwood. Seid ihr denn? Ich weiß nicht, ob Mavia probiert zu mir zu kommen. War das Ziel? Ich bin halt hier beim Eukalyptus hängen geblieben.
Ein Kraken beißt einen Zombie im Wasser, zumindest sieht es so aus. Ich bin jetzt beim Spawn, aber es ist keiner von euch da. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich beim Spawn bin, sondern vom Spawn aus links. Schön, definier mal von dort aus links. Haus im Rücken, links. Du bist wahrscheinlich zu weit nach rechts. Außerdem habe ich den Eukalyptus gerade schon komplett abgebaut. Ja, ich hätte ja gern einfach nur ein paar Blöcke. Ja, ich komme dir entgegen. Jetzt laufe ich vom Spawn aus nach links. Mit dem Haus im Rücken, das war ein sehr hilfreicher Tipp, aber ansonsten... Die einzige Variante, die Sinn macht, dass du darauf nicht kommst, ist mir ein Rätsel. Ich habe ein Haus gefunden. Bleib da, da bin ich ja, jetzt. Ja, da ist schon mal gut und dann müsstet ihr noch viel weiter. Dankeschön. Ich bin auch gleich bei dem Haus. Ich sehe es schon. Ich sehe auch das Haus, aber ich würde ich gerne halt noch schnell den Wachstum Level 2 machen. Wie betont man das richtig? Stump, Stump, Stump? Stump. Okay. Also wieder kein Platz mehr. Blöd, dass es dieses Wort mit allen möglichen Vokalen gibt. Hemp. Brauchen wir Hemp? Eventuell. Wenn du dir übrigens die andere Feuerstelle baust, Fisto, kannst du auch das Essen, das im Schrank liegt, braten. Kommt noch, jetzt kommt erstmal der verbesserte Stumpf. Hoffentlich. Hattet ihr mich gesehen oder nicht? Ich hab dich gesehen, ja. Tataka, okay. Verbesserter Werkstumpf. Ich sollte was essen. Der hat ein Bett für den Stein. Sieht aus wie ein Minecraft-Bett. In klein. Was schmeiß ich schade, dass ich das Schelf weggemacht habe. Hab nichts zum Wegwerfen. Holz. Holz mehr kann doch nicht sein. Das. Davon haben wir genug. Sind die anderen noch da oder haben die schon aufgegeben? Zumindest hier sind sie nicht. Aqual scheint Probleme mit seinem Tech-Tree zu haben. Ich habe Probleme mit Fistos Lagerhaltung, wie erwartet. Dann bin ich ja froh, dass das nicht immer nur an uns liegt. Sag mal, ich habe die Axt aus Versehen in den Stumpf gelegt, aber sie kommt nicht mehr heraus. Kriege ich den Gegenstand wieder heraus? Gar nicht, der hat jetzt gefressen. Pech gehabt. Ernsthaft? So, bin wieder da. Schiff hallo. Links und rechtsklick geht nicht. Ohne Schiff links und rechtsklick geht nicht. Mich verarschen. Hallo, ich will meinen Gegenstand zwei wieder. Zwei Hölzchen drin. Ja, wer, guck mal, wie kriegst du das wieder heraus? Was? Meine Axt. Hä? Shift. Hey! So. Ich bin gerade aus dem Fenster geworfen. Ja. Penner. Ich würde sagen, das war's aber dann auch wieder für die Folge. Mit leerer Hand. Das hättest du eigentlich auch hinbekommen sollen. Ah. Hab ich gemacht. Ich habe die leere Hand vergessen. Oder was sagt ihr? Was, wozu? Folgenende. Och, meinetwegen nicht. Ja, können wir gleich machen. Ich will nur noch einmal kurz... Nein. Geht nicht. Vielleicht darf ich in der Schildhand nichts haben. Ah, es liegt an der Schildhand. Wenn man der irgendetwas hält, geht es nicht. So, was habe ich hier noch? Felle? Okay. Sehr schön, wir haben einen Workstump Stump Level 2 und dann werde ich den anderen auch mal noch upgraden, das müsst ihr euch nicht nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. News und Infos gibt es wie immer bei Twitter. Und natürlich auch vielen Dank an Varuna für den Server und Varuna und Mervil fürs Mitmachen. Oh. Gerne. Oh. Vielen Dank an meine Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao Leute.